Rund um den Globus herrscht derzeit Barbie-Fieber. Der Film von Regisseurin Greta Gerwig hat wenige Wochen nach dem Start in den Kinos weltweit mehr als 1 Milliarde US-Dollar eingespielt. Das sind umgerechnet rund 910 Millionen Euro. Somit ist es Gerwig als erste Solo-Regisseurin gelungen, diese Marke zu überspringen, wie ein Branchendienst mitteilte. Demnach gelang es dem Blockbuster mit Margot Robbie als Barbie und Ryan Gosling als ihr Freund Ken, diese magische Marke schneller zu erreichen als jeder andere Film in der 100-jährigen Geschichte des Filmstudios Warner Bros. In dem mit einer großen Marketingkampagne beworbenen Film verlassen Barbie und Ken die pinkfarbene Plastikwelt Barbieland und lernen in Los Angeles das echte Leben kennen.